sicher. Und jetzt wird es richtig teuer für Maskengegner. Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern machen heute den Anfang mit höheren Bußgeldern. Andere Bundesländer dürften wohl bald nachziehen. Und selbst der ICE trägt Maske, wie Sie sehen, dank Graffiti-Künstler Razor. Graffiti-Künstler Razor. Graffiti-Künstler Razor. Würden Sie sagen, dass Sie überkritisch sind? Würde ich nicht sagen, sondern es wird übermäßig gelogen, das ist das Problem. Denn es ist ja so, ich habe mich radikalisiert, wie manche glauben, sondern die Realität hat sich radikalisiert oder die Macht der Realität hat sich radikalisiert. Können Sie das erklären? Ja, also was hat sich da radikalisiert im Bahnhof? Wenn Sie in einem Zug sitzen und gegenüber fährt der andere Zug auf dem anderen Gleis, den sehen Sie fahren, ja? Dann wissen Sie auch im Moment nicht, fährt jetzt der andere Zug oder fährt mein Zug, ja? Razor.
Selbst der ICE trägt Maske, wie Sie sehen, dank Graffiti-Künstler.